Ja, ich bin natürlich Nachkriegsgeneration. Ich habe keine unmittelbare persönliche Erinnerung an die Zeit von Kriegen und Not. Da kann ich mich nicht daran erinnern. Ich bin zwar 1942 geboren, aber ich habe keine Erinnerung. Und ich kann auch gar nicht erinnern, dass es uns schlecht gegangen ist, wie man sagt. Aber geprägt hat mich diese Zeit der Aufbaujahre der Bundesrepublik Deutschland. Natürlich bin ich auf diese Weise in der alten Bundesrepublik Deutschland geprägt worden. Wenn ich mit meinem Freund Lothar de Maizière mich unterhalte, der war 2, 3 Jahre älter ist als ich, und aber der in vielem mir auch sehr ähnlich ist. Aber der hat in der DDR gelebt und damit in einer ganz anderen Welt. Und dann spüren wir, wie wir durch diese Zeit über, fast 50 Jahre doch in sehr unterschiedlichen Welten sozialisiert wurden. Und das prägt für den Rest unserer Leben. In meinem Roman geht es um drei unterschiedliche Generationen. Und meine Erzählerin ist meine Generation. Sie ist im Kommunismus, unter der kommunistischen Diktatur geboren und aufgewachsen, hat die Wende erlebt, konnte in Paris studieren gehen und ist wieder zurückgekehrt. Eine Generation überspringe ich, nämlich die älteren Generation meiner Erzählerin, die im Kommunismus geboren wurden und im Kommunismus aufgewachsen sind, die mit der Generation meiner Erzählerin wenig kommunizieren. Es gibt ein Schweigen zwischen diesen Generationen. Die Generation meiner Erzählerin kommuniziert mit ihrer Großmutter, eben mit der Großtante, überspringt in der Kommunikation eine Generation. Leider sind das wahre Geschichten, die mich zu dem inspiriert haben. Politiker, die unter den Kommunisten Nomenklaturisten waren, also der Herrscherklasse angehörten, die haben sich weiterhin an die Macht gehalten. Die sind dann Sozialdemokraten geworden, die haben weiter regiert und auch EU-Gelder veruntreut, und dann haben sie die mit der Macht an ihre Familienmitglieder weitergegeben. Und ohne eine Meritokratie, ohne die Politiker aufgrund ihrer Fähigkeiten einzusetzen, ohne dieses Vererben der Macht zu durchbrechen, kommen wir nicht auf den grünen Zweig. Generationen, die zum Beispiel eine Welt ohne Mobiltelefone, eine Welt ohne Internet nicht kennen, die eigentlich eine Welt oder die, sagen wir zumindest, diese westeuropäische Welt ohne freies Reisen nicht kennen und die auch die Zeit des realen Kommunismus nicht kannten, der ja als quasi Gegenpol zur westlichen Demokratie lange die Gestaltung unserer demokratischen Vorstellungen ausgemacht hat, sowohl der Sozialdemokratie, aber auch der christlich-sozialen Parteien. Und da ist es natürlich so, dass meine Generation und die Älteren das Gefühl haben, dass diesen jungen Generationen ganz viele Dinge in der Ausrüstung fehlen, die aus der Geschichte hergeleitet wurden, weil sie für sie einfach keine so große Rolle mehr spielen. Und der Konflikt dreht sich sozusagen immer um diese Geschichtsbilder, und ich glaube, er kann auch gar nicht gelöst werden, außer durch Debattieren, denn niemand kann ja was dafür, wann und wo er geboren ist, und jeder hat natürlich sein Geschichtsbild.
glaube, von meinem Jahrgang, ich bin der 87, bin ich das, was man Millennial nennen würde. Und ich glaube, was zumindest meine Altersgruppe ausmacht, ist, dass es im Gegensatz zu früher, also bei älteren Leuten vielleicht oder bei der Generation meiner Eltern, war es eher noch so, okay, du kannst halt mit einem normalen Job irgendwie noch so deine Familie versorgen. Du kannst dir vielleicht ein Haus sogar leisten oder jetzt mal mehrere Urlaube oder irgendwas. Von wegen, es wird halt besser mit der Zeit und es geht nach vorne. Und was meine Generation halt vor allem erlebt hat, ist so eine beständige Unsicherheit. Und also das, die generelle Stimmung, die da so drunter liegt, sage ich mal, ist einfach eine gewisse Unsicherheit im Sinne von, jederzeit kann hier alles passieren. Ja, du kannst irgendwie morgen deinen Job verlieren, morgen kann irgendwie dein Land einstürzen oder was auch immer. Und mit dem Klima wollen wir gar nicht erst anfangen. Ne? Also was wir erleben, ist wirklich eine Generation, zumindest jetzt aus meiner Sicht, die es gewohnt ist, quasi im Krisenmodus zu leben und die nicht das Glück vielleicht der ein bisschen älteren Generation hat, im Sinne von, wir haben hier stabile Verhältnisse und können langfristig planen. Aber man darf es, glaube ich, nicht alles über einen Kamm scheren und muss dann wirklich im Einzelfall immer gucken, wo sind so die Verbindungspunkte, wo die unterschiedlichen Generationen wirklich auch gegenseitig sich helfen, sich unterstützen, voneinander lernen können und auch zusammen was bewegen. Genau wie es bei Fridays for Future zum Beispiel auch normal ist, dass halt nicht nur die jungen Schüler irgendwie auf die Straße gehen, sondern dass es auch die Parents for Future oder Scientists for Future gibt und dass man da wirklich Hand in Hand versucht, halt für die Zukunft einfach was zu leisten. Deswegen ist es so wichtig, dass wir da diese Erfahrung haben, dass wir sie weitergeben, dass wir miteinander reden. Aber deswegen genau müssen wir diese Gräben zwischen den Generationen, die durch die Medien verstärkt werden. Die Jungen haben völlig andere Medien, Informationen, beschäftigt mit anderen. Das ist eine große Gefahr für die Toleranz und für die Stabilität unserer Freiheit. Und da müssen wir mit umgehen. Deswegen finde ich sehr gut, dass das ein zentrales Thema jetzt ist, das Verhältnis der Generationen.